The Witcher 3 war ein Rollenspiel mit Kartenspiel, also ist es irgendwie nur logisch, dass als nächstes ein Kartenspiel mit Rollenspiel kommt. Vorhang auf für Thronebreaker The Witcher Tales, die Gwent Singleplayer-Kampagne. Aber Thronebreaker hat noch ein höheres Ziel. Es will nicht nur Kartenspielfans begeistern, sondern auch Witcher-Fans, die nach einem neuen Rollenspiel dürsten. Ziemlich ehrgeizig also. Schauen wir mal, ob das klappt. Unter ihnen war auch Königin Meve aus den Zwillingsreichen Lyrien und Rivien. Ihr habt von ihr gehört. Und ihre Thronebreaker erzählt eine Geschichte aus der Hexerwelt, aber nicht die eines Hexers. Wir spielen Königin Meve von Lyrien und Rivien, die sich mit dem Mut der Verzweiflung gegen die Invasion von Nilfgaard stemmt. Da dürften vor allem Buchfans hellhörig werden. Dieser Krieg fand lange vor den Spielen statt, trieb aber die gesamte Romansaga voran. Und hier erleben wir ihn erstmals nicht aus der Sicht eines Hexers, der damit gar nichts zu tun haben will, sondern stecken mittendrin. Spannende Sache. Unser Feldzug führt uns über 5 riesige Karten und dauert rund 30 Stunden. Wir sammeln Ressourcen, führen Rollenspieldialoge und schlagen unsere Schlachten dann auf dem Kartentisch. Es gibt also 2 Fragen zu beantworten. Ist Thronebreaker ein gutes Kartenspiel? Und ist es ein gutes Rollenspiel? Aber die Kartenspielfrage ist recht einfach. Thronebreaker ist das beste Singleplayer-Kartenspiel aller Zeiten. Kaum ein anderes hat sich überhaupt je an einer so guten Kampagne versucht. Für fast jede Schlacht und jede Quest haben sich die Entwickler irgendeine Besonderheit einfallen lassen. Hier erlegen wir zum Beispiel einen Manticore, dessen Körperteile alle einzelne Karten mit eigenen Fähigkeiten sind. Oder wir belagern eine Stadt und müssen das Tor knacken, damit es den feindlichen Einheiten nicht ständig neue Rüstungspunkte spendiert. Oder wir spielen Hearthstone. Ja, ernsthaft. Im Zwergenland Mahakam folgt Gwent eigenen Regeln und hat Mana-Kristalle, Helden und allerlei andere Mechaniken, die uns verdächtig bekannt vorkommen. Kurz gesagt, Thronebreaker wird nie langweilig. Einzig die Balance sägt an der Spannung. Gerade die klassischen Schlachten sind selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad viel zu einfach. Recht bald hatten wir unser Deck so konstruiert, dass wir regelmäßig mit 200 Punkten Vorsprung vom Feld gingen und die gegnerischen Reihen komplett dezimierten. Besser machen es die richtig schön fordernden Rätselquests. Hier müssen wir mit fest vorgegebenen Karten besonders knifflige Situationen lösen. Nur ein paar übertreiben es ein wenig und arten zu sehr in frustrierendes Trial and Error aus. Tappen wir etwa in dieser eigentlich richtig kreativen Schleichmission daneben, müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Aber die wirklich nervigen Rätsel blieben zum Glück die Ausnahme. Alles in allem ein klasse Kartenspiel also. Aber wie sieht es nun mit dem Rollenspielpart aus? Dass er optisch nicht mit The Witcher 3 mithalten kann, wird sofort klar. Das sollte für 25 Euro auch nicht überraschen. Selbst diese spärlich animierten Dialoge gibt es nur für wichtige Momente. Also gut, nun sprich. Die Männer der Königin besiegen. Die meisten Quests erleben wir durch solche Textfenster. Wenn auch vollständig und richtig gut vertonte Textfenster. Und das nicht nur auf Englisch, sondern sogar auf Deutsch. Diese hübschen Zeichentrickschnipsel schließlich bleiben den größten Story-Meilensteinen vorbehalten. Thronebreaker ist also eher wie ein Oldschool-Rollenspiel inszeniert. Aber wie jeder Oldschool-Rollenspieler weiß, zählen ja sowieso vor allem die inneren Werte. Und hier muss sich Thronebreaker for The Witcher 3 nicht verstecken. Kein Wunder, waren doch einige der gleichen Autoren an Bord. Meve, Königin Lyriens und Riviens. Ah, eine Königin. Alle Wetter. Tja, also. Meves Geschichte packt uns mit ihrer düsteren Kriegsstimmung, ihren zahlreichen Wendungen und vor allem ihren enorm kniffligen Entscheidungen. Mehr noch als ein wandernder Hexer müssen wir als Königin im Krieg immer wieder Urteile fällen, bei denen Recht und Unrecht alles andere als klar ist. Und Witcher-Fans wissen, dass Vertrauen und Großmut in dieser Welt längst nicht immer belohnt werden. Nun haben nicht alle Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen über die aktuelle Quest hinaus. Oft wird vor allem unser Ressourcenkonto belohnt oder bestraft. Aber unsere Schatztruhen sind in der Regel derart voll, dass uns das kaum juckt. Spielmechanisch können wir es uns locker leisten, Geld ans Volk zu verteilen, obwohl wir laut Story eigentlich verzweifelt und knapp bei Kasse sein sollten.
Wie's besser geht, zeigt etwa This War of Mine. Hier sind Ressourcen so knapp und überlebenswichtig, dass wir allein aus purem Überlebensdrang auch mal zu unmoralischen Verzweiflungstaten getrieben werden. Das schafft Thronebreaker nicht. Anfangs hat uns das ein wenig enttäuscht, aber je weiter wir spielen, desto mehr treffen wir auch auf Entscheidungen mit teils gravierenden Konsequenzen. Manchmal für die Story, aber vielmehr noch für unsere Gruppenmitglieder. Mewe kann eine illustre Sammlung interessanter Persönlichkeiten um sich scharen und die auch wieder verlieren, wenn wir ihre Überzeugungen zu sehr verletzen. Bist du bereit, mir zu dienen und einen Eid darauf zu leisten? Der Clou daran, unsere Gruppenmitglieder treten sowohl in den Dialogen als auch in unserem Deck auf. Sie können einschreiten, um bestimmte Quests besser zu lösen als wir allein oder in besonders schockierenden Momenten eine Katastrophe loszutreten. Und sie stellen unsere besten Karten dar und können ganze Schlachten entscheiden. Hier schafft es Thronebreaker also, dass ihr Verlust geschichtlich genauso schwer wiegt wie spielmechanisch. Einmal brüteten wir minutenlang über einer besonders schwierigen Entscheidung und waren am Boden zerstört, als sie uns unseren besten Mann und damit eine Schlüsselkarte unseres Decks kostete. Ein großartiger Moment. Vorwärts, Friedheit! Überhaupt motiviert der Deckbau auf eine ganz ähnliche Weise wie der Charakterausbau eines Rollenspiels. Questbelohnungen, Gruppenmitglieder, neue Storyverbündete, Items und Waffen für Mewe schlagen sich alle als Karten nieder, die wir dann in die Schlacht tragen können. Außerdem bauen wir unser Lager aus und schalten so neue Karten zum Crafting frei. Es macht enorm viel Spaß, sein Deck und damit seine Armee immer weiter auszubauen. Abschließend können wir also sagen: Ja, Thronebreaker ist ein tolles Kartenspiel und ein tolles Rollenspiel. Es hat seine Macken in Sachen Balance und ist nicht so filmreif wie ein Witcher 3, aber seine Story und seine Welt entfalten genau die gleiche Faszination.